Sie sehen hier eine Facharbeit mit dem Thema qualitativer und quantitativer Nachweis von Nikotin in der Tomatenpflanze. Ich möchte Sie Ihnen zunächst einmal diese Facharbeit kurz zeigen. Wir sehen hier zunächst das Inhaltsverzeichnis, welches sowohl Kapitel als auch Unterkapitel enthält. Auf die Funktion dieses Inhaltsverzeichnisses werde ich später noch genauer eingehen. Hier erkennen wir, dass auch mit Zitaten gearbeitet wurde. Die einzelnen Zitate sind gekennzeichnet und in der Fußnote direkt ausgewiesen. Am Ende der Arbeit steht, wie selbstverständlich, das Literaturverzeichnis. Ich möchte jetzt einen Weg aufzeigen, wie dieses relativ einfach und relativ schnell erstellt werden kann. Ich wechsle dazu ins Internet. Die Schweizer Firma Citavi hat ein sogenanntes Literaturrechercheprogramm veröffentlicht. Dieses kann man downloaden. Nach der Installation entdeckt man, dass man nicht nur Citavi als solches installiert hat, sondern kleine Zusatzprogramme, sogenannte Add-ons für den Internet Explorer bzw. für den Firefox. Auf die Funktion dieser Add-ons gehe ich später ein. Nach dem Öffnen von Citavi erhält man folgendes Bild. In diesem Bereich wird später die sogenannte Literaturliste auftauchen. Hier sind die verschiedenen Informationen zu den einzelnen Literaturquellen zu sehen. Auf der Übersicht finde ich den Begriff Kategorie. Ich erzeuge hier die einzelnen Kategorien, die Sie vorhin in meinem Inhaltsverzeichnis gesehen haben. Das geht relativ einfach. Ich habe hier die meisten schon hinzugefügt. Ich werde jetzt noch bei den Experimenten eine Unterkategorie einfügen, nämlich die sogenannte Dünnschichtchromatographie. Die Kategorien kann ich sowohl im Vorfeld anlegen als auch während der entsprechenden Recherche. Das Anlegen der Kategorien hat den Effekt, dass sämtliche Zitate den entsprechenden Kategorien zugeordnet werden kann. Wenn wir uns jetzt mal das Beispiel ansehen, ich habe hier zwei Registerkarten geöffnet. Ich zeige hier, wie ich bestimmte Textteile als Zitat markieren kann und in Citavi übernehmen kann. Ich markiere dafür einfach diesen Text, klicke mit der rechten Maustaste hinein. Ich erhalte folgendes Kontextmenü mit dem Citavi Picker, wo ich die Möglichkeit habe, den Titel aufzunehmen und die Markierung zu speichern als Zitat. Wenn ich mit der linken Maustaste auf diesen Befehl klicke, dauert es einen kleinen Moment. Und ich bekomme dann den Hinweis im Browser, dass der Titel und die Markierung an Citavi gesendet wurde. Ich bestätige mit OK. Und in Citavi ist jetzt Folgendes passiert. Ich habe hier dieses Zitat. Ich kann auch noch die Kernaussage bearbeiten und einen eigenen Text eingeben. Ich füge dieses Zitat der entsprechenden Kategorie zu. Ich nehme in dem Fall mal biogene Drogen und bestätige mit OK. Jetzt nochmal mit OK. Dadurch erhalte ich jetzt Folgendes. Hier sehe ich in der Literaturliste meine erste Quelle und hier die Übersicht. Wichtig ist, dass ich nun in der Übersicht auch noch einmal die Kategorie angebe,
die sogenannten biogenen Drogen in dem Fall. Im hinteren Teil sehe ich meine Zitate. Ich kann dazu noch irgendwelche Zusammenhänge erfassen. Ich kann hier auch noch Aufgaben hinzufügen und so weiter. Ich kann auch noch mal den Inhalt mit eigenen Worten im sogenannten Abstrakt zusammenfassen und eine Bewertung vornehmen. Mit den weiteren Dokumenten verfahre ich genauso. Nehmen wir mal hier das Zitat: Oft werden Pflanzen nur aufgrund dieser Verbindung angebaut. Ihre Biosynthesewege fasst man unter dem Begriff Sekundärstoffwechsel zusammen. Diesen Textteil möchte ich ebenfalls als Zitat übernehmen. Ich sende es wiederum an Citavi mit der Option Titel aufnehmen und Markierung speichern als Zitat. Ich vergebe wiederum die entsprechende Kategorie. Ich ordne dieses Zitat wiederum der entsprechenden Kategorie zu, bestätige mit OK, nochmal mit OK und werde dieses selbstverständlich in der Übersicht auch noch einmal durchführen. Im Verlauf der Recherche wird diese Liste natürlich immer länger und die Zitate werden immer mehr. Ich kann auch Literatur erfassen über den Abruf der ISBN-Nummer. In dem Fall gebe ich die ISBN-Nummer ein, lege fest, in welchem Katalog Citavi sucht, erhalte hier eine entsprechende Liste und kann dann sagen, Titel übernehmen. Nach Abschluss meiner Recherche gehe ich auf die Registerkarte Wissen und kann mein Skript speichern. Wichtig in dem Fall ist, dass hier unten ein Haken gesetzt wird, Kategorien ohne Wissenselemente bitte mit einschließen. Ich speichere dieses Dokument einfach jetzt unter dem Namen Test und erhalte ein Dokument, in dem die Kategorien nun das Inhaltsverzeichnis darstellen, die Überschriften vorhanden sind und die entsprechenden Zitate hier aufgeführt sind. Die Fußnote ist ebenfalls vergeben und am Ende erhalte ich das Literaturverzeichnis.